Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Handel, die Schmiede der Finsternis. Julina, seht ihr ja hier schon im Bild bei mir. Hi. Hallo. Und wir haben ganz schön zu knappern und zu knausern hier an unseren Tränken. Wir werden hier die ganze Zeit von irgendwelchen Kardashian-Schwestern beworfen. Und jetzt haben wir hier zwei kleine Fässchen. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Willst du aufmachen? Guck mal, da links ist eins und hier rechts. Das sind vielleicht rote Getränke. Ja, komm, Kedogs, streng dich an. Du schaffst das. Komm, lass mal das Freund. Was? Ist nichts drin. Das sind keine, die wir öffnen können. Was? Echt jetzt? Nein, wirklich, ja. Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Was? Wir werden, wie gesagt, die ganze Zeit von irgendwelchen Kardashian-Schwestern beworfen. Die sind ja aber auch nicht ohne. Und dann kriegen wir kriegen absolut keine Tränke. Das war schon im Vorpart so. Ihr seht es ja oben an unserer Leiste. Das ist doch extrem ein Witz. Geizig, echt. Manchmal werden wir überschüttet von roten Tränken und dann gibt's streckenweise gar nichts, ne? Das, boah. Das haben übrigens auch schon einige meiner Abonnenten schon in den ersten Folgen festgestellt, dass das wohl mit den Heiltränken hier nicht so ganz ausgewogen ist. Gut, ich meine, wir haben diese Wiederbelebungstränke, aber das ist ja auch limitiert. Und bei einem heftigen Kampf sind die schnell weg. Ja, man muss ja sagen, vielleicht haben wir ja auch was übersehen oder sowas, kann auch sein, aber... Das, alles Offensichtliche haben wir ja sowieso immer eingepackt. Also, stimmt. Weiß ja nur auch nicht. Also, wo soll denn das Zeug dann nur sonst noch sein? Ja, weißt du, ich habe mich so gefreut, dass da jetzt so zwei so eine kleine Vasen da rumstehen und wir Tränke bekommen, aber nein. Jetzt vielleicht. Oh, doch, guck mal, da ist. Ah, nee, das ist auch wieder nur eine Fake-Vase. Pass auf, Fake-Vase. Hoffnung stirbt zuletzt. Fake-Vase. Ist doch nicht zu glauben, oder? Ja. Hey, der Witzka aber gibt's auch. Gibt's nicht. Oh. Je schwerer das Spiel wird, desto weniger Tränke gibt es. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja eigentlich bockschwer. Ja, das ist auch richtig. Also manchmal hat man absolut leichtes Spiel, ne? Und dann funktioniert es mal gar nicht, phasenweise. Das sieht nicht gut aus, Elara. Zerstörung überall und kein Zeichen. Ach, das fällt dir jetzt auf, Kellogg's, oder was? Naja. Mehr, als sie sagt. Das glaube ich auch. Versprich mir nur, dass du sie nicht verprügelst, wenn wir sie finden. Wir werden sehen. Oh, I love it. Ach, schön. Oh nein, Minotauren. Nicht dein Ernst. Oh, da ist eine Vase. Oh, lass sie mal machen, lass sie mal machen. Okay. Guck mal, der Minotaurus, der hat sich mit den Barbara beiden kämpfen. An. Gut, dann lassen wir die mal. Der hat einen roten Trank fallen lassen. Ich sehe es. Da musst du dich gleich raufstürzen. Ja, lass sie mal machen. Ich meine, ich habe keine Lebensenergie, definitiv, die ich spenden will. Ich werde mich nur ein bisschen wappnen, falls sie kommen, dass ich einen Feuerzauber rüberhauen kann. Ja. Oh, sieht nett aus, ne? So. Absolut, was, ja. Was meinst du, wer gewinnt? Ich glaube ja, der Minotaurus. Nee, ich glaube die Varga. Weil ich da jetzt? Kommen immer, die spawnen einfach immer wieder von links. Deswegen glaube ich, dass die gewinnen werden. Wow. Oh, der holt uns da aber schön die Flaschen raus. Hm? Mach so. Mal weiter, Digga, mach mal weiter. Geh mal weg. Du, Julina? Mhm. Ich glaube, er hat gewonnen. Ja, du hast recht gehabt. Er hat gewonnen. Gegen Minotaurus? Wir wissen. Sonst bringen die Hunde das Rindvieh um, bevor ich es tue. Dazu müssen wir vielleicht sagen, dass wir ja jetzt aus einer Vision gelernt haben, dass die Minotauren, die hatten so einen ursprünglichen Deal mit den Varga, die früher mal Menschen waren. Und dann ist das so schief gelaufen. Und seitdem bekriegen die sich da auch so ein bisschen. So, jetzt müssen wir den Dicken noch catchen. Nimm du mal die Tränke. Genau. Ich hab einen roten Trank. Pam! Ja, komm. Komm, Feuerchen. Aua, ich bin noch ausgewichen. Nein. Oh. Und dann haben wir ihn auch schon. Also mit dem Feuerzauber ist es nicht schlecht. Boah, Julina, du bist ja eine Sau. Keine ganze Kampfsau, hey. Ah, warte mal, da war was. Oh, da kommt noch mehr. Was? Ich glaube, das Katapult hat uns den Weg freigeschossen. Ja, so. Hier kann man auch, übrigens auch einen Feuerzauber machen. Soll ich das mal tun? Da ist nämlich noch ein Weg frei dann. Glaube ich. Du machst ja jetzt Sachen her. Hier ist noch ein Wiederbelebungsflächen, wenn du brauchst. Ich bin voll mit Wiederbelebung. Die habe ich wenigstens voll, wenn es auch mit den Tränken nicht gut aussieht. Warte mal, da oben. Warte mal, hier geht's noch lang nach da oben. Gehen wir erst nach oben, okay, und dann gucken wir mal unten noch rum. Oh, sieht so aus, als wenn man hier eh durchbricht. Na, wie sieht's aus? Nee, Tatsache, man fällt nicht, also uns... Also hüpfen wir? Ja. Da hinten ist ja was aufgegangen. Dann machen wir erstmal das. Rein.
Und Kristall. Und eine Beute. Ah, warte mal, Beute. Ausgerüstet Kriegsszepter, ja. Du hast noch eine Waffe gefunden? Da war echt eine Waffe, ja. Guck mal, der lebt, glaube ich, noch. Guck mal, der bewegt sich noch. Oh, guck mal, oh, wie übel. Können wir ihn erlösen? Nee, können wir nicht. Doch, eigentlich kann man die erlösen. Mit den meisten Soldaten geht das allerdings. Oh, wie fies ist das denn? Aufgespießt. Oh, übel, echt. Boah. Muss ich ja jetzt nicht haben, ne? Nee. Oh, hier ist noch ein Waffenständer. Waffenständer. Willst du ihn nehmen? Nehm ihn. Oh, gut. Und? Ja, in den Fässern ist nichts drin. Man kann sie zwar zerschlagen, aber es ist nichts drin. Ja, ist schlechter. Da geht's auch nach oben. Mein Bogen heißt da kann man wieder durch. Hier kann man durch. Oben sind wir fertig. Oben sind wir fertig. Unten sind wir fertig. Dann ginge es wohl hier weiter. Ja, ja. Ich muss gerade... Nee. Es ging zurück. Doch, Rips. Hier. Wir müssen hier rüber. Oh, okay, also dann hüpfen wir mal. Mein Bogen heißt McGowan. Heißt nicht so die eine Schauspielerin? Ich glaube, sie ist eine Schauspielerin. Immer wieder da unten. Aha. Was ist er denn? Ach, so ein Chicken. Da Feinde. Chicken und Minotauro. Achtung. Ja, Minotaurus. Warte mal, ich will dir helfen, weil hinter dir steht einer, weißt du? Ja, aber ich war gerade in der Animation, da kann er mir nicht wehtun. Natürlich. Ne? Noch ein? Komm her, los. Der ist tot. Der Minotaurus ist tot. Also gut, dann nehmen wir die da. Warte, ich mach den. Gut. Kannst weiter. Wumm. Oh. Kohle mitnehmen. Ah, Lara, weg. Und ich hab ihn. Wenn man immer so festdackt, ne? Ja, ne? Den hast du jetzt auch nicht kommen sehen. Ja, du auch nicht. Na? Gut, dann hauen wir mal das da kaputt. Beute. Oh, wir haben noch ein Seelenband, haben wir hier noch. Seelenband. Komme. Mit Gold. Die haben wir ja jetzt relativ elegant fertig gemacht, ne? Ja, hast du gut gemacht. Noch ein Toter. Spannung. Eine Frau, ne? Ich muss die Mutter Oberin warnen. Oh, eine Nonne. Ich war im Kloster, habe für unsere Soldaten gebetet. Ja, was sonst? Und plötzlich habe ich etwas gespürt. Einen Schatten, eine Präsenz. Etwas sehr Böses ist in die Stadt gekommen, am Fluss. Ich muss sie warnen. Muss alle warnen. Ja. Männlein wie Weiblein erfüllen hier schon immer Klischee. Ja, Klischee-Seiten, als wenn jetzt eine Soldatin da sprechen würde. Also ich habe jetzt nichts anderes erwartet, außer eine Bäuerin oder halt so eine Klosterfrau. Das ist halt schon so, ne? Oh, Feuer. Nee, das geht nicht. Absolut, ja. Und das, was Böses in die Stadt gekommen ist, haben wir auch schon gemerkt. Sind da schon wieder Feinde? Kiste! Ja, nimm mal mit. Du willst die Schenkel? Was hast du dir so gedacht, ne? Goldbeute erhöht. Ups, da sind Feinde. Wollen wir vielleicht die Waffe wechseln? Nahkampf, mach dich fertig. Ohne mitnehmen. Ah, oh, viele. Aber irgendwie warte, den mache ich mit einem tödlichen. Whee! Da kommen noch mehr. Flup. Kommt, auf geht's. So. Und hier ist ja, noch ein tödlicher. Ich mach schon. Können. Oh, da hinten ist einer von den ganz Bösen. Komm mal her. So. Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Oh, juhu! Upsala. Oh, Elara, weg! Sammel dabei mal so ein bisschen ein. Abzieh, ihr Feiglinge. Na, wo ist er? Jetzt ist er am rechten Fenster. Genau. Ups. Ah, du Arsch, ne? Ah, ja, und? Jetzt, Junge, jetzt. Das war's dann für dich. Oh. Für dich. Jetzt an der anderen Seite. Oh. Und ausgewichen. Und? So, komm her. Wenn du nur nicht so langsam wärst mit dem Schießen, Kedok, dann wäre ja alles gut. Hab ihn, gleich hab ich ihn. Oh, meine Güte. Das ist aber noch mehr.
Was ist da? Schießt's doch noch? Kradok, ist das? Ein Ogre. Oh, oh, dachte, Julina. Julina, rechts. Rechts oben. Dachte ich auch. Julina. Rechts oben? Spaß machen, einen von denen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Der ist riesig. Riesig. Du sagen, Elara. Wenn wir es schaffen, dass er nach vorne fällt, hinten. Können wir eine ganze Armee erledigen. Klar. Und was ist meine Augen? Du hättest ihn zentrieren können. Der ist riesig. Das ist so ein riesiger Ogre gewesen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Du ja, der ist jetzt vorbei. Dran. Der ist jetzt vorbei. Okay. Den kannst du dir bei mir im Video anschauen. Das heißt, mit dem werden wir es noch zu tun kriegen, oder? Ich habe keine Ahnung, aber gemütlich bestimmt. Sah das nicht aus. Da oben leuchtet was? Da komme ich ja, aber das nicht hin. Ja, das ist das Gold. Da hatte ich den einen runtergeholt und der war leider... Der hat das Gold da oben fallen lassen? Schade. Ja, das machen die meistens dann auch noch. Das ist ein bisschen gemein. Ja, und gut, schon wieder keine Tränke, ne? Es ist pfah. ein Fest... Aber was immer rumliegt, das sind die Wiederbelebungstränke. Ja, das stimmt. Kommt nicht mehr. Komm her. Komm. Geht's da weiter? Ja, hier ist noch ein Kristall. Ich hol den schnell und dann gut. Können wir weiter. 38, was soll ich mit den vielen Dingern? da ginge es weiter. Frage ist, ob wir da auch runterhüpfen können? Er ist frei da unten, ne? Ja. Okay. Guck mal, was liegt denn da? Was liegt denn da bei ihm? Aber riesige Echse oder was ist das? Ja, gute Frage. Ach, guck mal, das ist auch so ein Drache. Das ist ein kleiner Mini-Drache. Oh, guck mal einer an. Oh. Da sind die Flügel. Siehst du die? Oh, das ist ja riesig. Der liegt auf dem Rücken, der Drache. Also du siehst ihm direkt ins Gesicht. Aufgespießt. Tja. Ja, okay. Machen wir weiter? Mhm, bin da. Du sagst ja gar nichts wegen Höhenangst. Ich glaube, sie hat so langsam... überwunden? Komm. Vielleicht. Boah, jetzt ist es schon wieder so dunkel, ne? Hat er ja genügend Gelegenheit, es zu überwinden. Was, das, könnte das der Ogre sein, der da diese Erschütterungen macht? Und der so riesig ist? Höhö, da war ein Hühnchen. Wieso gibt's denn hier diese Spannungsmusik? Da, die ich habe keine Musik. Die Maid, das ist... sich der König von Leer? Halt! Wer... da... Tja, der König ist wohl nicht mehr da. Wir suchen den König. Und die Leute aus Dyfed, die er gerettet hat. Er musste weg. Nicht mehr sicher. Treppe hinauf. Übers Aquädukt. Dort ist er. Sagt ihm, ich diene ihm. Treu. Sieben Götter mögen dich segnen und die Göttin dich warm halten. Die Göttin dich warm halten, Hess. Alter, weiter geht's. Ah, schön. Es ist wie die Jungfrauen. Ach, die Jungfrauen Mann. Im Himmel. So, wir haben ein Seelenband. Jawohl. Kämpfe dich aufs Dach der roten Taverne vor. Na dann. Das ist nicht fair. Ich dürfte nicht hier sein. Ich meine, wo immer hier ist. Ich bin tot, richtig? Fühlt sich aber an, als wäre ich nirgends. Ich hätte nicht sterben dürfen. Mein Feuerzauber hat die Vaga erledigt, die Minotauren, selbst einen Ogre. Ich hielt mich für unbesiegbar, aber dieser Dämon, der hat meine stärksten Feuerangriffe ertragen und dann... Tja, hier bin ich. Nirgends. Die anderen meinten, Blitze wären die Zukunft. Aber das Feuer hat so gut funktioniert. Vielleicht hätte ich auf sie hören sollen. Okay, gut, dass du die Blitze hast. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, oder? Gegen die Ogre? Ich meine, ich will nicht gegen die Viecher kämpfen. Der hat doch gesagt Ogre, oder habe ich es falsch verstanden? Nein, Ogre und Dämonen. Also er hat auch von Dämonen gesprochen. Jetzt muss ich ja mal schauen. Irgendwie ist bei mir schon wieder Untertitel doch aktiviert. Manchmal gibt es halt Untertitel, Leute, manchmal nicht. Es tut mir sehr leid. Jetzt sind sie mal wieder nicht da. Das ist bei mir ähnlich. Ja, nicht, dass es denn so leise ist. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel ist so leise, aber Hand und Audio ist sowieso so eine ganz schlimme Sache. Oh, da sind... Ich habe mich erst über die Vasen gefreut, aber dann habe ich die hier gesehen. Oh, oh, da ist schon wieder so einer. Komm mal her, so, komm mal her, so. Komm. Oh, komm, und shit, Elara, wieso hast du den... Eieiei. Oh. Komm her, ich komm von hinten und schlag dich von hinten.
Ja, ne, Blitz ist nicht so schön. Oh. Arsch. So. Ja, ich greife dich weiter. Oh, der schon wieder, ne? Komm, 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 so, gleich haben wir dich festhalten. Kann ich denn hier festhalten? Hau da einen Pfeil drauf. Hier einen Pfeil draufhauen auf diese. Wenn du zu mir kommst, ist da genau diese kleine. Oh! Was? Alter Sack! Ups, und weg da. Komm. Ja, haben dich. Oh. Ciao, ciao. Na, irgendwo müssen noch Feinde sein. Da kommen sie. Oh, den kann ich finishen. Yay! Das sieht immer so cool aus. Bam! Ich brauche jetzt endlich einen Trank. Hey, der ist blau. Aber auch. Willst du blau nicht? Nehme ich blau. Haben wir die Dame hier schon, die da liegt, dieses Seelenband? Da ist ein Seelenband. Ich weiß gerade gar nichts. Wir schauen uns gleich mal richtig um, wenn wir... Ah, hier ist so eine rote Vase. Drei brauchen wir von den Dingern. Ist hier vielleicht eine bei diesem Brunnen? Wenn du eine siehst, sag Bescheid. Kannst du aber Gift draufnehmen. Natürlich. Bisschen ein Labyrinth hier. So zerstörte Städte sind echt was Schlimmes. Hier waren wir ja schon. Ich meine, cool gemacht ist es ja, muss ich sagen, ne? Absolut. Hä, wieso quatscht denn da schon wieder eine? Auf zu quatschen, Madame. Wo ist die dritte Vase? Oh, ich hab sie, glaube ich. Ja. Ja, gut so. Jetzt ist das Feuer im Kamin angegangen. Das heißt, du kannst jetzt mit Sicherheit einen Feuerpfeil anzünden. Und was mache ich damit? Einfach erstmal mitnehmen, würde ich vorschlagen. Vielleicht sagt uns die Dame hier was dazu. Stimmt. Verbrenne die scharlachrote Dame. Ruhe bewahren. Die Meisterin hat gesagt, räum das magische Gewölbe leer. Genau. Dazu muss ich die rote Maid verbrennen in der Flamme, die ich bekommen habe, wenn ich die drei roten Urnen zerschlage. Das gibt das Feuer, natürlich. Aber wo sind die Urnen? Und warum fühle ich mich so komisch? Bin ich tot? Oh oh. Wie fühlt man sich denn bitte als Toter? Ich meine, ich weiß nicht, Elara, du hast die Dinger ja auch zerschlagen. Fühlst du dich irgendwie anders? Warte mal, festhalten. Nee, aber ich bin auch nicht tot. Wahrscheinlich hier die Maid? Nee. Okay, du hast was, Ja, aber er hat mir nur diesen blöden Kamin gezeigt. Mit einem Pfeil drauf. Wo? Ja, er steht direkt vor... Er zeigt mir eigentlich nichts, was... Achso, nee, da war die Vase vorher. Da, wo das gerade zentriert war, war die Vase. Dann lass uns mal weiter gucken. Vielleicht muss ich irgendwas wegschieben. Ich dachte vielleicht das die Schilder der Maid, aber... Da war, ist leider rote nichts. Rote Maid verbrennen. Die Wandteppiche? Nee, auch nicht. Da, ich weiß. Ich weiß, hier ist ein Wandteppich der roten Maid gewesen. Ich hab's verbrannt. Das hing hier vorne. Okay. Und jetzt? Oh, jetzt geht die Wand auf. Ah, alles klar. Ich muss gar nicht schieben, na Gott sei Dank. Ein Bogen! Mittlerer Bogen. Nee, den nicht. Ich werde den nicht mitnehmen. Okay, nee. Was ist mit den magischen Waffen? Willst du oder soll ich? Mach du. Hast du was Schönes rausbekommen? Das ist so. Oh, die Frage. Bei dem ausgerüstet habe ich den. Tiefer Groll, die Beute. Da habe ich was ziemlich Cooles rausgekriegt, ja. Okay. Weißt du eigentlich, dass wenn Elara jetzt so ziehen würde, sie sich damit definitiv das Band, also das, die Bogensehne, immer gegen die Brust klatschen würde? Weil es gibt ja Darstellungen von Amazonen, die... Warte mal kurz. Darstellungen von Amazonen, die... Ja. Du weißt, nur eine Brust haben. Also anfänglich war das irgendwie so, dass die Amazonen sich die Brust abgebunden haben, also genau. zur Seite gedrückt. Die Geschichte geht ja auch bis dahin, dass sie sich die Brust amputieren. Genau. Ja, das musste mir ja... Ja, ich bin ja selbst Bogenschützin, ne? Ich schieße das ja in meiner Freizeit. Und so wie Elara das hält, ich meine, das ist schön, sie winkelt so sogar den Arm richtig an, ja. Also das muss ich ihr schon mal lassen. Aber so bei der Brust würde das nicht funktionieren. Okay.
So, ich glaube, wir können weiter. Ja. Und sie hat sogar so einen Handschuh, das nennt man Tap. Sorry. Nennt man Tap oh, guck mal, das ist. Nee, doch nicht. Keine Kiste. So ein Fingertap. Ja, gerne. Ach du Schande, ja, das war wohl nichts. Jetzt sehe ich ihn auch. Ja, hallo. Ach du Schande. Ja, schön, dass du ihn jetzt siehst. Ach ja. Und zwar so richtig. Das ist ein guter Cliffhanger für die nächste Folge, Julina, denn wir werden mal hier. Nein, wir haben noch Kämpfe. Okay. Dann demnächst. Oh, ich habe wieder irgendwas. Zauberlink, Dauer, bla bla bla. Ja, ja, wird schon. Oh. Die kommen auch von hinten, ne? Die Schweinenasen. Ah, scheiße. Ah. Oh. Komm mal helfen kurz. Verleih mir Stärke. Oh oh. Na, noch was mehr verfolgt, aber auch ich bin schon wieder tot. Ich auch. Aber endlich ist mein Nahkampfschaden. Was, du bist auch tot? Mhm. Ja, lass dir nur Zeit. Das ich werf doch schon. Nee, ich mag. Oh, guck mal. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht. Wieso ist denn mein Schild jetzt auf einmal wieder ganz? Das war vorher lediert. Ich weiß das 100 pro. Das ist noch so eine Ranzratte. Ranzratte. Ranzratte? Wo? Komm hinterher. Komm mal her, Ranzratte. Warte denkst mal. Denkst du nur, Freund, wenn du so denkst, dass ich mich so einfach schlachten lasse, du durch, du... Kommst du durch das Schild? Ich hab's ihm eigentlich kaputt gemacht. Ja, aber schon, ja. Komm her. Jetzt hier, Storb. Endlich tot. Ah! Er lebt ja noch. Nee, der lebt noch. Dieser Skill taugt auch nicht viel, finde ich. So, jetzt aber. Oh, meine Güte. Halleluja. So, Freunde, wir beenden dann mal die Folge hier an der Stelle und gucken uns das später an mit dem Oga. Nächste Folge. Da kommen noch mehr. Ach, Gottes Willen. Oh, nee, scheiße, der hat mich gesehen. Ja. Oh, der hat gesessen. Hier, warte, ich... Noch einen. Pam. Und hinten den Rücken. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Da sind sie. Wir kommen von hinten. Leertaste. Ich bin tot. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe es ja. Dankeschön fürs Kommen. Komm her, auf geht's. Ja, der kriegt so einen animationstödlichen Pfeil von mir hier. Und einer lebt noch. Oder so. Ah, blauer Trank. Ich hab die blauen Tränke geworfen. Freunde, wir werden denn. Nein, immer noch nicht beenden. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab die Nase. Ich komme. Ich kauf dir nochmal ein E von dir. Oh. Hab ich schon. Du bist schon. Also drittes Mal abmoderieren werde ich hier nicht. Das kann nicht wahr sein. Die hören und hören nicht auf. Ich wusste, die Wächter hatten zu viele Vaga des dunklen Stamms gesehen, seitdem die große. Hat der da oben keine Probleme? Was quatscht der denn da? Julina, ich werde die ganze Zeit beschossen und ich weiß nicht woher. Das geht mir oft so. Irgendwo von oben. Vielleicht müssen wir diese Treppe da hoch. Aber ich glaube, jetzt ist vielleicht ein Moment, wo wir mal wagen können, Tschüss zu sagen. Was glaubst du? Tschüss! Ciao, ciao! Scheiße.